Das ist zu hoch. Ah, nein, das ist zu viel. Das geht. Ich sehe auch so scheiße. Hi. Hello. Hola. Hey. Bonjour. Kind of hello. Wenn ihr nach dem ersten Video dachtet, das Intro wäre nur ein Witz, da habt ihr euch geschnitten. Mein erstes Video war ja ein Ich-teste-TikTok-Food-Trends-Video. Ich dachte mir aber, es sollte schon noch irgendeine Art Vorstellungsvideo kommen. Deswegen habe ich einfach euch meine... TikTok-Cash! Aber so eine Scheiße. Ich dachte mir aber, dass es auf jeden Fall cool wäre, wenn ihr noch so ein bisschen was von mir erfahrt. Deswegen habe ich euch auf Instagram Fragen stellen lassen und auf die werde ich jetzt eingehen. Schnappt euch was zu trinken, schnappt euch was zu snacken und dann würde ich sagen, wir beginnen mit der ersten Frage. Let's go! First things... Ich lispel. Ich muss was trinken, das kann ja nicht sein. First things first. Hast du einen Traumjob? Ganz, ganz oben ist Moderation und Schauspiel. Wirklich, ich bin so on fire dafür und würde mich riesig freuen, mal Teil einer Fernsehproduktion sein zu können. Auch in Filmen, in denen man vielleicht mal singt, denn unter anderem singe ich liebend gerne. Ja, das war's eigentlich auch. Zuerst die Cornflakes, dann die Milch, oder? Ich will euch ja nicht triggern, aber heute Morgen sah das ungefähr so aus. Oh, scheiße. I'm sorry. Riechst du an deinen Socken? Bar? Nein. Eine komische Angewohnheit von mir. Ich muss, bevor das Toast getoastet wird, muss ich immer die erste Ecke abbeißen. Das ist Gesetz, das mache ich so. Da krieg ich noch niemand rein. Hast du schon mal auf dem Schulkro... Darauf erstmal ein Stückchen Kaffee. Tasty. Hast du schon mal auf dem Schulklo rumgekritzelt? Freunde, wenn ich euch sage, ich war diese eine Streberin. Ich hatte immer meine Hausaufgaben, ich habe auch noch Aufgaben extra gemacht. Ich habe mich auch immer gemeldet zum Vorlesen, nie gespickt. Aber dementsprechend könnt ihr euch ausmalen. Naja, gemalt habe ich ja schließlich nicht. Schenkelklopfer, Mensch! Nein, ich weiß, ihr wartet alle auf diese pikanten Fragen rund um Beziehung, erste Male und so weiter. Die kommen noch, keine Sorge. Warum machst du Stadtkinder schlecht? Und jetzt sag nicht, dass es nur ein Witz ist! Denn es nervt! Es ist nur ein Witz. Also, sorry, aber wenn man solche Videos sieht und auch nur irgendetwas davon ernst nimmt, dann kannst du die Person, die das Kommentar geschrieben hat, also wirklich ja schon den Stock wieder hier rausziehen. I mean, wenn ich sag, Stadtkinder sind schwache Kinder und ich sag jetzt zu euch, Veganer kehren in milde Boni geschossen. Keine Ahnung, wer das jemals gesagt hat. Dann ist das so. Und dann muss man das auch ernst nehmen. Dann ist das kein Witz. Sehe ich aus, als würde ich Witze machen. Ich glaub nicht. Ich glaub... Alter, klebt das? Das brennt wirklich. Rainer wird jetzt wieder verstaut. Bist du vegan? Ich will ja nichts sagen, aber... Mama, was heißt vegan eigentlich? Lass es mich dir mit einem kleinen Song erklären. Au steht für Essen, aber nur aus Pflanzen. E für extrem tierfreundlich. G steht für gesund, geiles Essen und ganz einfach. Viel Geschmack in deinem Mund. Ablehnung von Tierfell und Leder in Klamotten. N für nachhaltig leben. Und wenn du nichts verpassen willst, abonnier den Kanal und lass ein Like auf Ehre da. Yay! Ich glaube, das reicht als Antwort. Habt ihr auf Instagram auch diese militante Veganerin? Hier, ja! Sie verkörpert genau das, was andere über VeganerInnen denken. Okay, stopp. Ich finde doch ein paar Videos von ihr recht gut. Nur es gibt so ein paar Dinge, die sind ein absolutes No-Go. Also wenn ihr wollt, dass ich mal auf die militante Veganerin reagiere, dann schreibt auch das in die Kommentare. Würde ich liebend gerne machen. Und ich glaube auch, dass es euch ziemlich interessieren könnte. Was war das Peinlichste, was du jemals gemacht hast? Ich bin als Kind mal gegen ein Postauto gefahren. Aber ich würde das nicht als peinlich, sondern einfach als strunzdumm bezeichnen. Wenn dein Haus brennen würde, wie würdest du reagieren?
mein Gott! Es brennt! Oh, da ist es ja! Schnell raus! Oh, zum Glück habe ich es noch mit allem Lebenswichtigen rausgeschafft! Oh, wo sind Mama und Papa? Frage, nächste Frage. Schon mal einen Crush auf eine Lehrerin oder einen Lehrer gehabt? Das ist echt funny, dass mir die Frage gestellt wird, denn in meinem Podcast Frischfleisch werde ich unter anderem darüber sprechen. Frischfleisch könnt ihr auf Spotify streamen und ich würde mich riesig über euer Abo freuen. Hier hat jemand gefragt, ob ich schon mal einen Freund hatte. Und die Antwort lautet nein. Ich hatte noch nie einen Freund, weil ich mich einfach noch nie bereit dazu gefühlt habe. Ich hatte zwar schon einfach Freunde, die dann mehr für mich empfunden haben leider, aber das hat eben nie auf Gegenseitigkeit beruht. Denn ich bin super glücklich mit meinem Leben, das ich gerade führe. Ich mache TikTok, ich mache YouTube, ich mache Instagram. Ich habe jetzt einen eigenen Podcast. Frischfleisch, alle abonnieren! Spaß beiseite. Also versteht ihr, ich bin einfach aktuell so sehr mit meinem eigenen Business beschäftigt, was mir super viel Spaß bereitet, dass ich nicht die Zeit für eine Beziehung hätte. Kommentiert gerne mal, wie viele Beziehungen ihr schon hattet, ob ihr gerade in einer Beziehung seid und was ihr in einer Beziehung besonders wichtig findet. Nächste Frage. Wie viele Ex-Freunde hattest du schon? Zero. Hast du einen Freund? Nein. Weiter geht's. Was war dein peinlichster Traum? Leute, was denkt ihr denn, was ich träume? Also tatsächlich hatte ich noch nie irgendeinen unangenehmen Traum. Ich hatte noch nie irgendeinen intimen Traum, weil ich mich an meine Träume nie erinnere. Ich wünschte, ich könnte Träume deuten. Hast du schon mal in die Dusche gepinkelt? Ist das nicht normal? Also sorry, aber ja. Wann hast du deine Tage bekommen? Ich habe meine Tage einfach bekommen, als ich gerade GTA gezockt habe. Ich war 14 Jahre alt, saß vor unserem Fernseher, habe GTA gezockt in den Sommerferien und auf einmal habe ich die übelsten Unterleibskrämpfe bekommen. Ich hatte noch nie solche Krämpfe im Unterleib. Ich bin auf die Toilette gerannt und hatte auf einmal Blut am Klopapier. Es war nicht weiter dramatisch, ich war so... Oh, fuck, gar keinen Bock. Ich fand es nicht schlimm, dass ich meine Tage bekommen habe, aber wie gesagt, diese Schmerzen waren unerträglich und keine Schmerztablette hat geholfen. Und ich habe auf die Matratze von einer Freundin von mir geblutet. Beziehungsweise auf die von ihrer Mutter. Sorry! Was würdest du machen, wenn du für einen Tag ein Mann bist? Ich würde auf jeden Fall feiern gehen und nachts einfach alleine nach Hause kommen. Mir können da bestimmt einige Frauen zustimmen, dass es super beängstigend ist, nachts alleine nach Hause zu laufen oder in einer Bahn unterwegs zu sein oder mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Das ist nämlich auch mal ein Grund schon dafür gewesen, dass ich nicht feiern gehen konnte. Aber ich will diesen Podcast gar nicht so schwer gestalten. Diesen Podcast? Ich drehe gerade ein fucking YouTube-Video, Elena. Das wäre auf jeden Fall, was ich machen würde. Lieblingsstellung. Ich wette, das fühlt jeder von euch. Also, auf jeden Fall, warte. Einfach so. Bei jedem Film sitze ich an der Ecke. Das wird mir niemand nehmen. Ich weiß, ihr habt mit der Stellung wahrscheinlich nicht die Stellung gemeint, die ich einnehme, wenn ich einen Blockbuster mit meiner Familie gucke. Ich fand das aber ganz witzig, deswegen dachte ich mir, Mensch, gegen Schenkelklopfer. Den nimmst du noch mit. Weiter mit der nächsten Frage. Hast du einen Crush? Leider nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen richtigen Crush auf jemanden. Nein, stimmt nicht. Ich war einmal wirklich verknallt in jemanden, den ich noch nicht mal kannte. Ich habe noch nie mit dieser Person gesprochen gehabt. Ihr kennt doch alle diese Funktion, dass man auf Snapchat so Personen von sich erstellen kann. Und wenn man das dann Freunden schickt, dann umarmen die sich oder sie haben so ein riesiges Herz in der Hand. Und ich habe das eben mit dieser Person gemacht. Ausgedruckt, das alles ohne jemals mit der Person gesprochen zu haben. Die Frage aller Fragen. Ob und wenn ja, wann ich mein erstes Mal hatte? Diese Frage kann ich mit Nein beantworten. Ich habe tatsächlich auch noch nie einen Typen geküsst. Ich habe zwar schon ganz, ganz oft überlegt, ob ich nicht einfach mal irgendjemanden küssen möchte, damit ich einfach schon mal so ein bisschen Erfahrung habe. Und ich finde es mega cool, wenn Leute da so offen sein können, aber das bin ich nicht. Und ich würde mich in eine Rolle zwängen, in die ich nicht passe, wenn ich das tun würde. Also, ich verurteile niemanden, der offen ist. Ich wünschte, ich wäre es, aber ich weiß nicht, ich krieg's nicht auf die Kette. Und es ist auch in Ordnung. Irgendwie
gehört es für mich zu einer Beziehung dazu. Das war's dann auch mit meinem Fragen- und Antworten-Video. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten und wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich riesig freuen, denn Support ist kein Mord und dann kannst du auch direkt die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich schon drauf, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und bis dahin, ciao Kakao!